war hier ins Briefkasten. Die Hasenfamilie. Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zu tun. Ist gut, ist gut, ist gut. Der Maus, können wir das irgendwie in den Briefkasten werfen? Nicht. In die Stadtmitte. Aber wo ist denn noch ein Briefkasten? Nein, ich habe Lato. Tja. Beim Café gibt's nicht noch einen Briefkasten. Ich bin mir sicher, dieser Brief gehört der Dame hier. Nein, ich hab Lato verstanden. Nicht in den Müll werfen. Tja. Wie können wir sie hierher holen? Her. Tut mir leid, Sahnepuffelchen. Der alte Uli ist nicht da. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Ach so, der ist gar nicht verstorben. Tja. Nein, ich habe Lato versprochen, die Post schnell. Aber wo ist denn hier noch ein Briefkasten? Bis später. Pass auf dich auf. Auf bald. Und wo habt ihr hier noch Briefkästen stehen? Poststation. Mir kein mit fast so eine Bekanntmachung. Wir haben Plakat, kein Briefkasten. Gut. Da ist ein Briefkasten. Ich glaube, da war mal einer. Ich meine, da einen gesehen zu haben. Fest verschlossen. Nicht. Tja. Ich krieg der Wels ja Post. Fahrt hinter das Rathaus. Das Rathaus hat keinen eigenen Postkasten. Die haben schon ihr Paket bekommen. Die sind schon. Parfümierter Brief. Nein, ich hab. Ja. Nein, ich hab ja. Tja, vielleicht können wir. Die ist antik. Die muss man gut behandeln. Tja. Kopfkratz. Was machen wir jetzt mit dem Brief? Der letzte verbliebene. Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten. Wir haben eine Menge Briefkästen. Vielleicht halt noch mal in dem anderen Bereich und jenseits des Stadttores.
deinen Weg. Entlang. Das ist ein Briefkasten, aber da kommen wir nicht hin. Ja. Ich komme, glaube ich, auch nicht weiter. Da wäre schon ein Briefkasten, aber da kommen wir nicht hin. Hier, für dich nein, vielleicht. Ich habe Plato versprochen, die Post schnell und... Ja, ja. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Ihr werdet die Lösung sein. Vielleicht können wir hier... Das bringt nichts. Vielleicht können wir den Löffel abgeben. Das muss nicht gelöffelt werden. Tja, hier ist auch kein Briefkasten. Da unten ist einer. Die Zwerge sind bloß gerade in Quarantäne. Verschlossen. Da hängt ein Zettel. Die Quarantäne-Zwerge. Tja, also. Vielleicht müssen wir ja den überfluteten Weg ausnutzen, bevor wir da weitermachen können. Weite Felder angucken. Nicht? Ja, schaust dir doch mal an. Ich bleibe besser auf den ausgeschilderten Wegen. In den Feldern würde ich mich hoffnungslos verlaufen. Stimmt. Die Sonne hat die Felder ganz schön ausgetrocknet. Ein kurzer Schauer würde denen sicher gut tun. Das war doch bestimmt mal ein Regenzauber. Noch können wir es nicht. Gut, zurück nach Mooswald. Da bin ich aber überfragt jetzt. Ins Rathaus. Die wird den Brief bestimmt nicht haben. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ja. Dan. Eine eiserne Rüstung. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Jo. Ja. Eine Möglichkeit fällt mir da noch ein. Da müssen wir wieder zurücklaufen. Sorry. Ging's Mikro gekommen. Durchs Feld. Vielleicht können wir das Team hier einstecken.
Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ich kann erst uns ja verraten, wo der Brief hingehört, der letzte. Der letzte Brief. Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Hab ich doch schon. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Was ist ein Tipp für mich? Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Ich hab da nur noch eine Frage wegen einem speziellen Brief. Die Post klappt nicht, da dann war kein... Ja. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen, richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Tja. Wer könnte diesen Brief bekommen, den letzten Mal? Ja, eigentlich Anja. Eigentlich ist das eindeutig ein Brief für Anja. Und jetzt kein Briefkasten. An ihrem Café. Und persönlich aushändigen Dingen können wir das scheinbar nicht. Einfach in die Litfaßsöhne kleben. Warum nicht? Ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ja, ja doch. Aber wenn ich keine Ahnung habe, für wen das ist. Ich habe schon eine Ahnung, für wen das ist, aber... Tja. Labormaus für die Napfküchlein sein. Für die Maus ist es nicht. Tja. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Sitze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir eine Nusshörnchen. Wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meine Sendebetriebe einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und... Tja. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender... Niemals. Was? Ich glaube, das hatte ich schon. Wie mit... Nein. Oh, Sie machen knapp. Nein. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Ende Sumpf. 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Der parfümierte Brief ist nicht für ihn. Eilzustellung an Herrn Grebe. Ach was. Mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und
wundervoll rauchige Stimme. Intellektuelle Beiträge. Käsekuchen. Ui. Fanbrief? Ja, aber was für ein Fan. In Verehrung. Für deine Auslieferung gebe ich dir ein kleines Werbegeschenk. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz: Ich höre. Stelle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Vielen Dank. So. Bin schon ein wahrer Fan. Juti. Blausaft haben wir immer noch nicht. Tja, vielleicht. Adrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Aber was? Das Tor zum Grundstück der Waldzwerge ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Ich wüsste nicht. Klar, zu der Briefträger kann Einladungen für dich verschicken, aber sein Fahrrad ist festgefroren. Joey hat die kleine Ursula-Eule vor der Quillenkrähe gerettet. Spitzweg nimmt Joey in seinem Boot mit, doch vorher braucht er noch Hilfe. Du hast eine uralte Einladung und einen magischen Briefmarke bekommen. Doch wieso ist du die an alle Mooswilder verschicken? Zwerg wie von keinem Blausaft, was ist dort mit mir los? Suche ihr Haus hinaus des Kettlers, was Bachbrüche, ja, tief im Dunkelwelt. Bevor Joey die Ausbildung beginnt, muss er Einladungen fürs Wipfelfest verschicken. Blausaft. Ja, die Briefe haben wir jetzt ausgeladen. Ausgeliefert. Wir haben beruhigende Blausaft im Baldrian-Tropfen. Tja. Kann man dem Markier noch weiterhelfen? Der will mir nicht helfen. Okay. Nochmal wegen meinen Vorbereitungen fürs Wipfelfest. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Ja, ja. Okay, und was muss ich jetzt nochmal genau tun? Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten an die Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin. Das habe ich schon getan. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Einen Umschlag. Klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mausweiber. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Ja. Aber im Café gibt es keinen Blausaft. Wie, was? Kein Blausaft? Uhu. Da ist bestimmt was. Das kommt mir alles schon bekannt vor. Kontakt mit den Zwergen aufzunehmen. Sie wohnen am Nord. Ja, die sind krank. Folge dem Kaltwasserbach vor dem Stadttor durch die Felder bis zum Dunkelwald. Am Ende des Weges. Vielleicht kann man denen dieses beruhigende Ding uns geben. Wie soll ich die Einladungen denn verschicken? Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Tja. Er kann die Einladungen für dich. Sein Fahrrad ist eingefroren. Die Zwerge sind krank. Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich genug. Nicht ansatzweise, aber gut. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Tja. Das hilft uns nur weitersuchen.
Tja. Vielleicht können wir irgendwas hier die Baldriantropfen bei den Zwergen abgeben. Das wäre eine Möglichkeit. Und der Gute braucht noch ein Paddel. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfluss. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf, aber noch können wir wohl nicht ablegen. Tja, Paddeln haben wir noch nicht. Ja, vielleicht das Zuckerlöffelchen. Können wir mal versuchen. Tja. Probieren geht über Studieren. Den Löffel. Vielleicht gerät das uns damit. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist großartig. Ein ausgezeichnetes Paddel. Ach so? Ach ja, genau. Dann braucht er noch einen Anker. Genau so war das. Jetzt nur noch ein Anker. Aber solange die Welt noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja. Dann werden wir den Welt los. Unsere große Reise. Hoffentlich. Tja, ein Anker braucht er. Der Zapfhahn vielleicht. Da muss man nichts abzapfen. Vielleicht hier? Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, wie gesagt, vielleicht können wir erstmal zu den Zwergen gehen. Den Anker, den haben wir jetzt gerade nicht dabei. Und doch, vielleicht das hier. Das ist ja ein idealer Anker. Na, großartig. Solange die Gänse noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Dann müssen wir den Wels krüllen. Dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Den Wels müssen wir loswerden. Tja. Geh mal erstmal zurück. Vielleicht können wir den mit dem Stock irgendwie vertreiben. Tja. Den Wels. Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Tja. Ein Nagel. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Beruhigen dabei den Tropfen. Gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Ups. Das ist abgetaucht. Erster Mark, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Was? Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Aha, da rappelt das ganz doof. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leine los! Steuerbord! Aha, auf geht's. Und jetzt der Ziesel. Der Chef, ich übernehme als Kapitän meine Führung und du bist mein Anfang.
Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Da sind wir ja eng gequetscht. Oh, mit Strohhalm. Bach abwärts. Bach aufwärts ist ein bisschen, ja. Das passt nicht ganz. Oh, da standen wir gerade am Rand. Kleiner Bildfehler. Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbau, 400 Lokale. Oh, der Humbert ist schon wieder da. Drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt es auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Lauftaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Wegelage reicht. Nein. Diese Kinder, die haben früher auch solche Sachen aufgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und den kleinen Rechtsatz mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Sacker am besten unter euch auch. Ich schau euch einfach zu. Viel gelangen rein. Ja. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Na, schöne Wurst. Noch eine Nolli haben wir zufällig nicht dabei. Hier ein bisschen Schlummertrunk. Wertlos. Wasserstraßenbau. 400 Lauftaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Können wir nicht endlich mal die Anja herholen? Baldrian Tropf. Tja. Wertlos. Wasserstraße. Und vielleicht. Sie sagt. Was Mist. Die behalte ich besser. Die Schuppen vielleicht. Wertlos. Außer und sie sagt. Ach Mensch. Wertlos. Aus und vielleicht. Sie sagt. Wertlos. Wertlos. Aus und sie sagt. Tja. Da kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Ich geh mal petzen. Ach Mensch. Okay, da können wir nicht petzen gehen. Sehr schade. Wie werden wir den kleinen Fratz los? Tja. So ein Nulli kriegen wir nicht nochmal her. Jetzt gibt's Dresche. Wertlos. Wasserstraßenbau. Ja, das willst du auch nicht kriegen. Na ja, gut. Klingt so, als wäre es erstmal Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Wie geladen, nein. Nein. Diese Kinder. Wir haben hier auch solche Sachen aufgeregt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Rechtsdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Sacker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei. Wie drollig. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feldwall von Wiesenbach. Können wir das Boot nicht einfach darüber hieven und... Ja. Ach, je.
Na gut. Ich mach dann erstmal eine Aufnahmepause. Dann schauen wir am nächsten Part weiter. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Über den Nusskrieg. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt aufzählen, wenn ich hier wohnen würde. Na dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Aufnahme. Komm ich nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.